Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuschauer aus der Hartwall Arena in Helsinki, wünschen Ihnen Hendrik Schaumberger und Sigi Heinrich. Wir machen weiter mit der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Und zwar sind wir beim Kurzprogramm der Damen und wir haben die dritte der deutschen Meisterschaften, nämlich Karin Gülke, bereits auf dem Eis erlebt. Wie ist sie ergangen, Hendrik? Naja, heute hatte sie ähnlich wie der Qualifikation leider nicht alles zeigen können, was sie wirklich kann. Sie ging volles Risiko, probierte die Kombination Dreifach-Tolup, Dreifach-Tolup, stürzte dabei, musste aus dem Doppelachsel nach vorne aussteigen, mehr oder weniger, also landete, musste dann umsetzen auf vorwärts. Zwei Fehler also, umso erstaunlicher wirklich ihre bisherige Platzierung, der zweite Platz. Das spricht für sie, hat eine enorm hohe B-Note und normalerweise, wenn man 12., 13. nach der Qualifikation ist, zwei Fehler macht im Kurzprogramm, kann man davon ausgehen, dass man raus ist. Und, aber momentan sieht es so aus, als könnte die Berlinerin noch den Einzug in das Finale schaffen. Ein Fünkchen Hoffnung ist also noch vorhanden. Wir sind jetzt bei Valeria Trifankova aus Lettland und sind damit bei der zweiten Gruppe dieses Kurzprogramms angelangt. In der dritten werden wir dann die deutsche Meisterin sehen, nämlich Eva Maria Fitze aus München. Das Ende mit der sogenannten Bielmann-Pirouette. Wenn alle Damen dieser Gruppe in der Form laufen wie Valeria Trifankova, dann wird es für Karinilli Gülke ausgesprochen schwer. Ja, obwohl ich denke, dass die Lettin sicherlich hinter Karolin Gülke eingeordnet wird. Das kann man absehen von, wenn man die B-Note von Karolin Gülke sieht, die mit 4,8, 4,9 wirklich extrem hoch war. Die Lettin hat vom Standard her dreifach Salche, Doppeltulu eigentlich nicht viel gebracht. Karolin Gülke ist ja vom Standard mit den zwei dreifachen Tulups höher. Besonders auffällig schön läuft die Lettin auch nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch sie sich hinter der Berlinerin einordnen wird. Aber du hast recht, wenn die anderen Teilnehmer hier alle fehlerfrei bleiben, dann reicht es nicht, denn wir brauchen ja noch zwei, die sich hinter der dritten der deutschen Meisterschaft einordnen, sonst reicht es nicht. Wie hast du so schön gesagt, nach dem Lauf von Karolin Gülke, es lohnt sich vielleicht doch schön zu laufen. Ja, auf jeden Fall. Das muss man sagen, vor allen Dingen in den unteren Gruppen. Und dann die Kombination, das darf man nicht vergessen, schön laufen, aber einen hohen Basisnot, einen hohen Standard ansetzen mit der Dreifach-Dreifach-Kombination. Ich glaube, es werden höchstens noch zwei oder drei andere in dem ganzen Feld so viel riskieren. Und dann kann man eben auch noch mit zwei Fehlern durchkommen. Das ist wirklich erstaunlich und das spricht für das Potenzial
der 16-Jährigen. Aber warten wir erstmal ab, vielleicht war ich ja doch zu voreilig, weil ich denke, ich lag richtig mit meiner Einschätzung, dass auch Valeria Trifankova hinter Caroline Gölke zurückbleiben wird. So, die Wertung ist damit auch zumindest vom Preisgericht schon ausgewertet worden. Jetzt muss sie nur noch auf dem Computer erscheinen, was sie mittlerweile tut. Und Valeria Trifankova ist knapp vor Caroline Gölke. Das wird schwer. Ja, jetzt wird es nicht nur schwer, jetzt ist es fast schon nur noch eine 10%ige Chance. Höher würde ich sie nicht mehr ansiedeln. Tja, 2x3, 7x mehr. Ja, jetzt muss ich schon ziemlich weit runterschauen, um da noch Kandidatinnen zu finden, die noch dahinter kommen könnten. Die nächste ist ziemlich unwahrscheinlich, die ist nämlich wirklich gut, die Polin